Parteifreunde. Mein letzten Parteitag der SPD, an dem ich teilgenommen habe, wurde ich von den Jusos niedergebrüllt. Und die haben mir unterstellt, der Rhein ist dumm. Auf meinem letzten Parteitag der SPD wurde ich von den Jusos niedergebrüllt. Und sie haben mir unterstellt, ich bin dumm. Und ich frage mich jetzt, wie definieren wir den dumm? Also richtige Politiker, die würden da jetzt einen Philosophen zitieren. Ich kenne keine Philosophen. Ich versuche mal mit der Mutter von Forrest Gump. Die hat Folgendes gesagt. Dumm ist der, der Dummes tut. Und es ist saudumm, die Bevölkerung für dumm zu halten. Und es ist saudumm, die Realität zu verweigern. Und so dumm bin ich nicht. Und deswegen bin ich heute in der AfD. Und gerade kam auch schon mal die Frage, wie ist er denn der Gang nach dem Übertritt in die AfD? Was hat sich verändert im Leben? Also vor 6 Monaten war ich noch Ratsherr einer Mehrheitsfraktion in Essen, hervorragend vernetzt, mit richtig viel Einfluss, da konnte ich einer Menge Menschen helfen. Jetzt bin ich völlig isoliert, Einzelvertreter und kann überhaupt niemandem mehr helfen. Ich kann mich in Essen nicht mal mehr um den Blumentopf kümmern, um nichts mehr. Ja, und so ein bisschen sozial geächtet bin ich auch. Noch nicht mal ehrenamtlich arbeiten darf ich. Ich fahre seit 8 Jahren Senioren zum Einkaufen für die AWO. Das will man mir untersagen und mich aus der AWO schmeißen. Ja. Noch nicht mal mein Geld will man mehr haben. Ich wollte jetzt dem Bürgerverein für den Martinszug 500 Euro spenden. Das Geld wurde abgelehnt. Mein Geld ist nicht mehr willkommen. Aber die ganzen 15 Jahre vorher habe ich mein Geld gerne genommen. Und jede Menge davon. Da finde ich alles ein bisschen merkwürdig. Ja, und auf der Arbeit habe ich gedacht, da ist alles schön. Also seit ein paar Tagen weiß ich, ab dem 1.1. habe ich eine neue Tätigkeit. Umstrukturierung findet da statt. Ich sage das mal ganz verkürzt. Ich habe da im Moment den besten Job, den man auf dem Computer haben kann. Und ab dem 1.1. habe ich den Schießen. Einen, den keiner machen will. Ich gucke, dass ich da irgendwie rauskomme aus der Nummer, aber also Dinge passieren. Das ist natürlich alles nur Zufall. Wie gesagt, das sind Umstrukturierungen, da will mir keiner was böse. Aber so Sachen passieren. Die passieren wirklich. Ja, was habe ich sonst für Erfahrungen gemacht? Oder wie tick ich? Ich sage euch mal, wen ich zum Beispiel gut leiden kann. Den Herbert Strutteweg, den kann ich gut leiden. Der hat mir vor 3 Monaten gesagt, und zwar ins Gesicht, dich will ich nicht, halte ich für Schauspieler. Und das finde ich gut. Genau solche Leute finde ich gut. Und so muss das hier laufen. Nicht hintenrum. Gibt ja da die wildesten Verdächtigungen, die wildesten Unterstellungen, was ich alles Böses in den Sinn haben könnte. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich verstehe das. Ich verstehe das alles. Ich mache lange genug Politik, ich bin da kein Böse. Ich möchte euch einfach nur bitten, gebt mir eine Chance. Gebt mir eine Chance zu liefern. Das ist einfach mein Angebot. Ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei, ich habe das Dutzend vorgemacht, 12 Stammtische. Die Leute waren begeistert. Ich habe mich auch ein bisschen verliebt in die Menschen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, diese Motivation, dieser Wille, erstmal dieses Gefühl, wir haben die Schnauze voll, wir wollen mal den Abo. Das hat mich total begeistert. Und ich habe gemerkt, die AfD gibt Hoffnung. Die AfD gibt den Menschen Hoffnung. Und das ist ganz was ganz Wichtiges. Ja. Wenn ihr mich denn wirklich mehr wolltet, auch wissen, worauf ihr euch einlasst, ich bin nämlich ein komischer Vogel. Ne? Ich habe nicht von alles Ahnung, wie so normale Politiker. Ich habe nicht so eine perfekte Familie. Ich habe Ecken und Kanten. Ich habe charakterliche Schwächen. Ich bin zum Beispiel total nachtragend. Und ich trage der SPD nach, dass sie meine Heimat, das Ruhrgebiet, vor die Hunde gehen lassen hat. Und das schwöre ich euch, und das schwöre ich euch wirklich, ich werde alles dafür tun, dass die SPD in meiner Heimat, im Ruhrgebiet, jetzt vor die Hunde geht. Ich habe eine Aussage gemacht in der Talkshow, bei der einige Parteikollegen Schnappatmung bekommen haben. Ich habe gesagt, ich bin und bleibe Sozi. Und ich möchte das nochmal kurz erläutern. Damit habe ich nicht gemeint Sozialist. Sozialismus hat in der ganzen Welt nicht funktioniert. Ich bin und bleibe sozialer Demokrat. Und das muss ich auch in der AfD sein dürfen. Und national. Und national für Deutschland. Und das ist mein Angebot an euch. Und das mache ich euch noch ein Geschenk. Ein ganz wichtiges Geschenk euch, nämlich Zeit. Weil Zeit ist der ganz wichtige Faktor. Leute, wir müssen hier fertig werden.
Sonst sind wir die einzige Partei, die fertig bringt, mehr Prozente zu haben, wie sie Kandidaten hat. Und das wäre peinlich. Das möchte ich nicht. Deswegen mache ich Schluss. Danke. Das war die Vorstellung vom Kollegen Reil. Und wir kommen jetzt zu den Fragen. Hier vorne geht's los. Bitte schön. Ja, wenn ihr kommt, kannst du mal Güter so. Herr Reil, Sie haben in Paderborn in einer Rede gesagt, ich weiß nicht, wie viele Jahre Sie jetzt Mitglied im Stadtrat in Essen waren, 14 oder 16 waren es, dort hätten Sie die gesamte Zeit mit Bauchschmerzen den Sozialabbau der SPD mitgetragen. 14 oder 16 Jahre lang. Wie erklären Sie mir das? So kernige Genossen, die sind treu. Die haben Sozialdemokratie mit der Muttermilch aufgenommen. Mein Opa war Sozialdemokrat, mein Papa war Sozialdemokrat. Und wir sind sowas von schweineleidensfähig, das glaubt ihr gar nicht. Wir sind extrem leidensfähig. Aber irgendwann wird sogar so ein Holzkopf wie ich schlau. Glauben Sie mir, ich bin schlau. Schön, nächste Frage. Beckham, Köln. Herr Reil, mit welchen drei Themen holen wir uns das Ruhrgebiet aus Ihrer Sicht? Ja, Strukturwandel. Wir müssen über den Strukturwandel reden. Ein Ruhrgebiet, da hat es keinen Strukturwandel gegeben. Da hat Strukturabbau stattgefunden. Wir fahren gegen die Wand. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist natürlich Zuwanderung. Und da meine ich nicht nur Flüchtlinge. Da ist was völlig aus dem Ruder gelaufen. Und der dritte Punkt ist Kriminalität. Und dann reden wir auch noch lang und breit über soziale Gerechtigkeit. Aber da habe ich jetzt bis vorhin angestellt. Dankeschön. Nächste Frage. Insel, Kreisverband Unna. Herr Reil, bitte erklären Sie mir Ihr Verständnis von Loyalität. Das habe ich gerade, glaube ich, schon gemacht. Ich habe 26 Jahre SPD ausgehalten. Ich bin verdammt loyal. Was Sie gerade beschrieben haben, die soziale Ächtung, die hat in mir ein bisschen Mitleid hervorgerufen. Die meisten, die die Partei gegründet haben, erleben die seit 3,5 Jahren. Und meine Frage an Sie, wo waren Sie vor 3,5 Jahren, als die AfD gegründet wurde? Ich war in der SPD bis Mai. Und jetzt bin ich hier. Und ich bin gerne hier. Und ich bleibe hier. Das verspreche ich euch. Schön, die letzte Frage. Gut, mein Name ist Henning Dornauf von dem Kreisverband Rhein-Berg. Und es ist ja so, Sie waren bei der SPD, Sie haben da ein Ratsmandat bekommen, sind mit dem Ratsmandat hier rüber in die AfD gekommen. Wie können Sie uns garantieren, dass wenn Sie jetzt über die AfD ein Landtagsmandat kommen, dass das nicht mit Ihnen zur nächsten Partei geht? Also, garantieren kann das keiner. Ich kann euch schwören, ich habe die Verpflichtungserklärung unterschrieben und ich sehe keine andere Alternative für Land. Es gibt nur die AfD. Man müsste mir einfach mal glauben.